So, jetzt Obacht, weil wir machen die Stirn jetzt ein bisschen heller und die Nase wird so ein bisschen weiß dazu, weil die ja so ein bisschen so was Katzenartiges haben. Also, ne, wenn man dann weiß und blau hat, dann ist man gut ausgestattet. Mhm. Ne? Kann man nämlich eben hier so ein bisschen unterm Auge aufhellen. So. Dann passiert nämlich, dass wir hier schatten. So, das ist wieder das Abpudern, das Fixieren. Lippen könnte man jetzt zum Beispiel so einen nudefarbenen Lippenstift sich kaufen, der dann sich so ein bisschen mit dem Blau vermischt und dadurch hat man dann so ein bisschen diesen Ton, der bei denen typisch ist. Theoretisch könnte man ja den ganzen Hals mitschminken oder man macht es halt eben so ein bisschen künstlerischer. Das Gute an den ganzen Farben ist, dass die sich auch wieder rauswaschen lassen. Wir machen jetzt noch mal die dunklen Streifen mit ins Gesicht rein. Dann kann man das immer noch mal abpudern gleich. Ich ziehe die jetzt einfach, ne, so ein bisschen organisch, nicht zu starr. Dann nehme ich jetzt einen ähnlichen Ton wie auch auf den Lippen, also wenn man vielleicht einen Nude-Lippenstift zu Hause hat oder man kauft sich halt direkt so eine Farbe auf Fettschminkbasis. Und da imitieren wir jetzt so ein bisschen so ein Katzennäschen. Das heißt, ich schminke nicht bis über die Hälfte drüber hier, sondern ich bleibe hier drunter. Und dann nehmen wir die Nasenflügel mit dazu. Und jetzt habe ich halt eben gedacht, gut, man kann sich natürlich die ganzen Punkte auch aufmalen, aber es muss ja jetzt nicht, ich sag mal, für einen HD-Film alles exakt sein. Das heißt, wir können auch so ein Wimpernbürstchen nehmen, so ein kleines, und uns quasi das aufsprenkeln, einmal Augen schließen. Wimperntuschtrick. Einmal Augen schließen. Wer keine Wimpernzange hat, der macht das einfach so. So. Gut.